Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Puh, man kann wirklich sagen, die Ereignisse überschlagen sich. Wir sind mittlerweile im Yamantau angekommen. Und oh boy, draußen sieht die Landschaft wirklich aus, wie als hätte Bethesda das Ruder übernommen gehabt. Also das Commonwealth hat sich mal blicken lassen, also wirklich im reinsten physischen Ausmaße. Ja, wir sind mit Oberst Miller, Anna, Crest, Idiot, Sam und unsere Wenigkeit sind mit der Motordrezine in den Berg hineingefahren. Der Rest unserer Begleitung und Besatzung ist mit dem Zug wieder zurück aus der Gefahrenzone rückwärts herausgefahren, um nicht von der Strahlung größtenteils zerfressen oder angefallen zu werden. Ja, welcher Anblick sich allerdings und welches Szenario sich einem hier innerhalb des Berges auftat. Oh boy. Ich würde mal schon sagen, man steht mittlerweile bis zum Hals in Scheiße. Das hat alles andere als gute Wellen geschlagen und ein Empfangskomitee gab es eigentlich auch nicht. Beziehungsweise gab es irgendwo schon, aber das war halt nicht das, auf was man sich berufen hat. Ja, was hier genau abgeht, wer hier das Oberkommando führt, wer der Arzt ist und was es mit den Leuten um den Typen herum auf sich hat. Keine Ahnung. Aber eines ist auf jeden Fall klar. Wir stecken richtig in der Klemme. Antworten Sie! Hier, Herr Oberst, hier. Wir sind die Regierung, die Sie verdienen. Wage es nicht, du Mistkerl! Ihr seid doch nur verdammte Kannibalen! Beruhigen Sie sich, sonst bekommen Sie noch Gelbsucht. Und glauben Sie mir, diesen bitteren Geschmack mag keiner. Das Mädchen muss allerdings noch warten. Wir müssen sie erst untersuchen. Binde meine Hände los, du Wichser! Dann stecke ich dir deine Untersuchung so tief in den Arsch, dass sie oben wieder rauskommt. Achten Sie auf Ihre Wortwahl, junge Dame. Machen Sie es wie der junge Mann. Er ist vor langem aufgewacht und hört auf, kluge Mensch. Du Scheißkerl! Lass mich los! Nicht einer wird entkommen! Kein einziger! Also, Herr Oberst, Sie nehmen jetzt das Funkgerät und sagen Ihren übrigen Leuten im Zug, dass sie herkommen sollen. Es sei denn, Sie wollen, dass sie lange leidet, bevor sie serviert wird. Haben Sie verstanden? Ach, und ich hatte gedacht, es gäbe zur Abwechslung mal eine intelligente Konversation. Schade. Das ist jedoch kein Problem, da dieser nette junge Mann das stattdessen übernehmen wird. Sobald wir mit Ihnen fertig sind, wird er es nicht mehr wagen zu widersprechen. Du weißt nicht, mit wem du da gerade sprichst, Junge. Artyom kann gar nicht reden. Abgesehen halt von den, ja, Ladebildschirmen und der Zwischensequenz. Also Eigentor für dich. 1:0 für uns. Naja, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Jakob, du kannst anfangen. Ich krieg dich noch, selbst wenn ich tot bin. Das könnte durchaus passieren, Herr Oberst. Alter. Ich könnte mich an Ihnen verschlucken oder so. Derweil bitte ich, ihr mich zu entschuldigen. Kommt her, ich reiß euch alle in Stücke. Jeden einzelnen von euch, das hätte ich schon vor dem Krieg tun sollen. Aber ich schwör's mir euch, verbrennt diesen Abschaum zu Asche, damit nicht mal ewige Knochen übrig bleiben. Jetzt werden wir wieder satt sein. Gut. Macht sie alle kalt! Oh, Alter. Damit keine Spur übrig bleibt. Hierher. Danke, Sam. Aber das tut es nicht. Wir müssen sie alle kriegen. Aber zuerst müssen wir Anna finden. Tut mir leid, mit diesem Aufzug bin ich wohl zu weit gegangen.
Zum Teufel damit, Idiot! Hol den Hauptaufzug hoch! Bereit! Aufzug Sam, unterwegs! Wir geben ihm die Deckung! Jawohl! Gut gemacht! So lange halten wir durch! Oh shit. Ja, wobei, ich bleib beim Revolver. Wenn die nur mit Nahkampfwaffen kommen, dann können wir so auch Abstand halten. Ich hab hier etwas für euch, ihr verdammten Freaks. Blei, ihr Schweinehunde! Ja, wobei, ich glaube... Alter, holy shit! Ah, ich glaube, die haben doch ein bisschen aufgewartet. Shit, Alter. Oh, oh, oh shit. Nein, Leute! Nein! Ah, shit! Ah, ich war nicht schnell genug. Einfach Kannibalen, Junge. Aber ich meine, ja. Das würde auch den ganzen, das ganze Ausmaß vor dem Tor erklären, warum da so viele Fahrzeuge stehen und warum so wenige da rausgekommen sind. Ja. Aber zuerst müssen wir Anna finden. Oh, nö. Tut mir leid, mit diesem Aufzug bin ich wohl zu weit gegangen. Zum Teufel damit, Idiot. Hol den Hauptaufzug hoch. Kacke, Alter. Gut gemacht. So lange halten wir durch. Ja, die kam ja erst von da, genau. Habe ich ihn gerade in der Luft erwischt? Okay, krass. Das war eben gerade besser. Der erste Versuch war deutlich besser. Verdammt. Mist. Aber zuerst müssen wir Anna finden. Der Typ ist ja auch die ganze Zeit nur am Ragdollen. Zum Teufel damit, Idiot. Hol den Hauptaufzug hoch. Bereit! Aufzug unterwegs! Etwa eine Minute! Jawohl! Gut gemacht! So lange halten wir durch! Ja, ich hoff's. Okay, es geht also tatsächlich, dass die Waffe über einen Feuermodus verfügt. Alter. Was eine Shitshow ist das hier. Meine, ja, klar, die einfachste Handhabung ist und bleibt bei der Kalasch. Muss man ganz klar so sagen. Da kriegt er das mal auf den Nacken. Rein, Leute! Alter, ist das krank. Essen! Mann! Ja. Oh. Fünf Schrumpfkugeln, nice. Oh, yes! Das ist ein ähnliches Prinzip, wie es bei D6 auch der Fall war. Mein Gott. Gut gemacht. Genau wie unser altes D6. Selbst ja. Der Aufzug ist genau derselbe. Richtig. Was für ein Glück.
So besteht Hoffnung, Anna zu finden. Der Komplex ist allerdings riesig. Und Alter. Wir haben maximal 10 Minuten, also müssen wir uns aufteilen. Sam, du siehst den Filterraum und in der Generatorenhalle und dem Lager nach. Idiot, du kommst mit mir zur Kommandozentrale. Artyom, du übernimmst die Unterkünfte und das Krankenlager. Dann passt auf euch auf, Leute. Und kommt in einem Stück wieder. Möget ihr den Leuten in der... Oh wei, oh wei, oh wei. Okay. Hier können wir auch nicht mitarbeiten. Wir gucken uns das nochmal ganz kurz an, wer denn, falls da überhaupt noch wer aussteigen sollte. Ob sie da überhaupt zwischenhalten oder nicht. Ja doch. Okay, ja, krass. Sind wir also erstmal jetzt auf uns alleine gestellt. Schauen wir erstmal. Nee, Moment. Das Problem ist, jetzt wäre es natürlich geil gewesen mit dem mit der Shotgun. Das wäre geil. Jetzt habe ich den Revolver, den ich eigentlich kaum gebrauchen kann. Scheiße. Andererseits. Vielleicht. Ja, wobei, vielleicht nicht ganz. Das könnte auf die kurze Distanz könnte das schon besser helfen. Tagebuch, Seite 1. Da habe ich echt Schwein gehabt. Den Termin für den Bauabschnitt nicht einzuhalten, war das Beste, was mir passieren konnte. Kaum zu glauben, dass ich wegen dieses dummen Bonus so sauer war. Wozu braucht ein Haufen Asche schon einen Bonus? Jetzt haben wir es geschafft. Die Regierung ist immerhin nicht eingetroffen, also gehört der gesamte Komplex mitsamt den Läden, der Läden uns. Der Bunker sollte eigentlich eine ganze Stadt retten und jetzt sind wir nur ein paar Tausend. Das einzige Problem sind die Schnuckis, aber wir werden einfach warten, bis die Strahlung nachgelassen hat und einfach wieder den Berg hinuntergehen, beziehungsweise unter ihm hervorkriechen. Was für ein verdammtes Glück, die Regierung ist aus irgendeinem Grund nicht eingetroffen. Seht ihr? So oder so ähnlich habe ich mir schon was dabei gedacht. Die Sache ist nur die, beim Budget für die Lebensmittelvorräte hat jemand eine bessere Nummer abgezogen als wir beim Bau. Wir haben das Ding fertiggestellt, wenn auch verspätet, aber die Läden sind alle leer. Klare Sache, die Lieferanten sind alle Gauner und sie haben es vorher gesagt. Aber die Mistkerle haben immerhin die Wahrheit gesagt. Die Regale sind leer. Naja, es gibt ein paar Samen und Nudeln, aber mit diesem Mist überleben wir nicht einmal ein Jahr. Das ist wohl richtig. Von dem irren Gelächter, ne? Es kommt mir so ein bisschen vor, wie die Anstaltsverliese in Medieval. Frage ist, bringt das jetzt überhaupt irgendwas? Leute, ich sag euch mal kurz eins, ne? So
hätte es aussehen müssen. Größtenteils in Metro. Also wirklich so hätte es aussehen müssen. Aber ich verstehe nicht ganz. Ja, die Tür ist jetzt auf jeden Fall dicht. Müssen wir jetzt hier? Ah, jetzt können wir. Die Dunkelheit bleibt aber, ne? Ne, jetzt ist... Ach, das war der Notstrom. Okay. Es wird noch viele weitere geben. Ich glaube mal, der letzte war gerade ein Kopfschuss. Wo ist der Typ eigentlich hingelaufen? Okay, die haben also auch die Flinten. Tja. Nochmal einen kurzen Blick geworfen. Was sagt ja eigentlich die Munition für Schrotkugeln? Es erinnert mich aber auch teils echt an so eine Vault mit einem der vielen, vielen Variationen, die Fallout für einen parat hielt. Der ganze Berg, Alter. Fleisch! Hier ist ein leckeres Fleisch! Ich meine, immerhin... Alter! Immerhin ist der Großteil hiervon wirklich nur größtenteils mit Nahkampfwaffen ausgestattet. Alter, ist das übel. Ist das übel, Mann. Vor allem, wie es hier drin stinken muss. Ich möchte es gar nicht wissen, Mann. Ich möchte es wirklich nicht wissen. Ja, aber den, also Miller hatte es ja schon gesagt gehabt, den ganzen Berg, den werden wir auf links drehen. Wer ist er denn? Nur eine Maske? Na gut. Nochmal kurz gecheckt. Leider nein. Jede Sekunde zählt. Ja, ist richtig, aber... Du weißt doch, Miller. Looten. Wir looten und die anderen bluten. Das tut weh. Das hier noch viel mehr. Und deswegen auch der Laser. Ja.
Die Mannstoppwirkung von dem Ding ist wirklich schon nicht zu verachten. Durch den langen Lauf, den wir uns hier ranmontiert haben. Ja, schade. Da habe ich es irgendwie nicht geschafft, den Typen zu killen. Ich wollte gerade sagen, Junge, hast du auch mal den Anstand zu sterben? Weiß ich nicht. Jetzt habt ihr mehr zu essen. Ich korrigiere mich. Wie es hier drin stinken muss, möchte ich nicht wissen. Boah, ist das disgusting, Alter. Alter. Was in Inos Namen ist hier passiert? Oh. Ich hoffe, die anderen aus unserem Trupp kommen einigermaßen besser mit der Suche voran. Boah, Alter, aber das, also hier hat man wirklich nicht gegeizt. Hier hat man nicht gegeizt mit dezenter Bildgewalt. Holy shit. Alter. Ich bin und bleib dabei. Es fühlt sich für mich an, ey, wie als wäre ich in so einem... Oh! Schief gelaufen. Bruder. Das ist so falsch, Mann. Auf so vielen Ebenen. Kranker Scheiß, ich kann mich echt nur wiederholen, aber es ist halt der Wahrheit geschuldet. Was soll dieser Raum überhaupt bringen? Moment. Ja gut, ich muss da wahrscheinlich lang, ne? Also für alle Metro-Verhältnisse ist das hier wirklich absolute Scheiße. Das war halt einfach nur diese Maske. Nee. Leute, so nicht. Ich will alles sehen. Und ganz ehrlich, vor solchen Mannequins hier. Es gibt schon Gründe, warum man das Nachtsichtgerät haben sollte. Ehe man sich versieht, stehst du hier schon direkt wieder in so einem Horror-Ding drin. Und zwei neue Ergänzungen für die Kalasch. Das war der falsche Knopf. Schauen wir uns mal gerade kurz an, was die... Oho, Moment. Nett, die Nachtsicht, Zieloptik. Ja, geil. Nein, das wollte ich nicht. Ach so, das wäre quasi hier dasselbe gewesen. Ah, ich verstehe.
Ja, okay, gut. Also nur die Nacht, das Nachtsicht. War das jetzt was Gutes? Keine Ahnung. Anscheinend. Irgendwas wird der Typ, der da runtergeflogen ist, ja irgendwas für uns haben. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, aber... Ach, der war auf jeden Fall schon länger tot. Ah ne, was zu lesen. Tagebuch Seite 2. Alle sitzen wortlos da. Der Magen macht mir auch keine Probleme mehr. Gut, dass ich nicht auf die Idioten gehört und viel getrunken habe. Dadurch halte ich mindestens eine weitere Woche durch. Knöchel geschwollen, das Schreiben fällt schwer. Ich glaube nicht, dass ich darüber schreiben kann, aber ich muss. Vor einer Woche haben sie eine Suppe gekocht. 5 Idioten schlürften sie weg, bis ihr Bauch platzte. Alter. Sie kippten sofort aus den Latschen. Ich konnte diese Suppe einen ganzen Tag lang nicht anrühren. Dann probierte ich nachts ein bisschen und musste sofort kotzen. Aber am Morgen darauf schmeckte sie nach Hühnchen. Wenigstens kann ich wieder schreiben. Ich hatte wirklich gedacht, das sei mein Ende. Ich glaube, manche am Anfang haben nicht mal gewusst, was hier passiert. Bis es, ja, dann sich abzeichnete. Alter, das hier ist ja wirklich ein geisteskrankes Szenario. Und wir hatten in der Metro schon einige Scheiße gesehen. Aber das hier? Holy shit. Das Fleisch! Fleisch! Hilfe! Ich denke mal, wir werden jetzt die... Ja, die Waffe mal wechseln. Weil ich mir ziemlich sicher bin, das Ding werden wir hier drin wahrscheinlich noch öfters brauchen können. Ich hoffe es. Ja, aber der Timer sagt, es ist wieder soweit. Dementsprechend, Leute, kurzer Cut an der Stelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Metro Exodus.